Gegen Mazedonien hat Liechtenstein am letzten Samstag klar mit 4-1 verloren. Ist die Niederlage noch in den Köpfen? Für Robin Gubser und für Martin Rechsteiner nicht. Ja, ich glaube auf jeden Fall, spätestens mit der Nachbearbeitung von dem Spiel, wo wir angeschaut haben, was wir falsch gemacht haben, ist spätestens jetzt der Blick aufs Spiel von morgen gerichtet. Ja, ich glaube, es muss so schnell wie möglich raus. Ich glaube, wir müssen mit dem abschliessen. Das haben wir heute gemacht. Wir haben es einmal angeschaut. Jetzt ist abgeschlossen. Und jetzt ist der Fokus auf morgen. Und morgen ist definitiv ein ganz anderes Spiel. Volle Konzentration also aufs Spiel gegen die Gibraltar, wo ihrerseits in der dritten Runde von dieser Nations League überraschend gegen die Armenien gewonnen hat. Die Favoritenrolle ist plötzlich nicht mehr so ganz klar. Ja, ich glaube, das Momentum ist nach dem letzten Spieltag sicher ein bisschen gekippt. Also, ja, mit dem Sieg, den sie hier in Armenien haben können erringen, wird ihnen sehr, sehr viel Auftrieb geben. Wir müssen es wieder ein bisschen auf unsere Tugenden berufen und dann, ja, hoffen wir aufs Beste. Ja, Favorit oder nicht? Ich glaube, es gibt in dem Sinne keinen Favorit. Wir spielen da bei ihnen daheim, wir spielen da auf der Kunststraße. Und wir haben Favoritenrolle daheim gehabt. Ich glaube, jetzt kann man ihnen mal Favoritenrolle geben. Sie sind jetzt mit Selbstvertrauen gestärkt worden durch das Spiel in Armenien. Und wir müssen einfach dagegen heben, müssen uns reinhauen. Und dann schauen wir, was rauskommt. Von einer klaren Favoritenrolle wollen die beiden Nationalspieler also nicht mehr reden. Könnte allenfalls auch der Kunststrasse noch ein Thema sein? Ja, wir haben das letzte Mal, glaube ich, hier auf Kunststrasse gespielt und in der Schweiz mal. Grosser Nachteil, wir sind uns alle gewöhnt, auf Kunststrasse zu spielen. Schlussendlich muss man das, ist das eine Kopfsache und wir müssen einfach die Einstellung auf den Platz bringen und dann spielt es keine Rolle, ob Kunststrasse oder nicht. Ja, ich glaube, man darf das auch nicht überbewerten. Ich glaube, alle von uns haben schon im Winter und auch schon Spiel bestritten auf Kunststrasse. Ich glaube, am Schluss ist es unter dem Strich einfach eine Einstellungssache.